So, hallo, es war der 13.01.2018, dass ich folgendes Video hochgeladen habe: Bassis World Tour Demo. Und damals gab es, ich habe keine Ahnung, wie viele Level es gab. Ich weiß es nicht mehr. Es war jedenfalls ein Part. Und mittlerweile gibt es Bassis World Tour fertig in Anführungszeichen. Stevie baut es nämlich nicht mehr weiter. Also das, was da ist, werden wir spielen und mehr gibt es leider dann nicht mehr. Deswegen heißt das Ding auch, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich jetzt mal ZMZ geöffnet bekomme langsam, weil noch seht ihr gar nichts. So, da ist ZMZ. Aber ihr seht es noch nicht. Da ist ZMZ. Jetzt haben wir es. Wenn ich das jetzt öffne, die Datei heißt Bassis World Tour Discontinued. Insofern, ja. So, ich hoffe, ich habe es richtig gepatcht. Nicht, dass wir wieder komische 96 Exits haben, wie in dem new.sfc-Ding. Ansonsten müsste ich mal mich um meine Patch-File kümmern. Vielleicht ist die schlecht. Mal gucken, haben wir hier 96 Exits? Dann hätte ich ein Problem. Sieht aber soweit gut aus. Also, ich kann ja auch gar nichts drücken. Hallo? Ah. Oh, ich bin nicht im Fenster. Jetzt. Okay. Ja, wunderbar. Und bei ihm ist es so, es ist der, man steuert den Bassi, der Bassi kann nur immer ein Block hochspringen, ist super schwer. Das heißt, man hat eine ganz andere Steuerung. Bassi is sick of living in these empty caves. There's a whole world to explore. Bassi makes his way to go on a big adventure. Und wir haben ja, wie gesagt, schon mal einen Teil der Demo gespielt. Die ersten, keine Ahnung, wie viele Level es waren. Mittlerweile sind es jedenfalls 6 Level, die wir spielen können. Und es ist 2018 gewesen. Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Das heißt, wir spielen es einfach nochmal komplett. Ja? Weil, warum nicht? So, ja, also man muss jetzt sich sozusagen an diese neue Steuerung. Kann ich den? Kann ich den irgendwie? Konnte ich den? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Ah, ja, da brauche ich die Shell für, ne? Ah ja, okay. Ja, alles klar. So, zack. Und durch. Okay. Wir werden das natürlich möglichst ohne States safe, ihr wisst, was ich sagen will, spielen. So. Oh boy! Das war schon nicht so gut. Da muss man wirklich gut einschätzen, wie der Sprung ist. Und wir sind direkt vom. Okay! Ich wollte gerade sagen, wir sind direkt vor Midway gestorben, aber der wurde da drüben schon ausgelöst. Ja, das ist natürlich. So mag ich das. Das ist ja mal wieder mehr Glück als Verstand hier. Unglaublich. So, schnell, schnell, schnell. Zack, zack, zack. Plopp. Und durch die Röhre. Prima. Das mit dem Midway war jetzt ja super Glück. Wow. Ich wollte das nur demonstrieren, dass das der zu bald ausgelöst wird. Deswegen habe ich das natürlich mit voller Absicht gemacht. Oh mein Gott. So, mit voller Absicht gemacht. Ja, und Stevie kann leider in den Aufnahmen nicht dabei sein. Ich hatte ihn die letzten Mal in den Aufnahmen dabei. Aber da, wo ich aktuell wohne, ich habe so schlechtes Internet. Also upload-technisch geht da gar nichts. Und upload bedeutet im Prinzip auch Streams. Und upload bedeutet auch Hilfe. Bildschirmübertragungen. Das heißt, das geht alles aktuell. Warum kann ich den drücken? Ach so. Ach Mist. Also das geht alles aktuell gar nicht. Deswegen, ja. Müsst ihr mit mir alleine vorlieb nehmen. Ich werde keine Zuschauer aktuell haben können. So. Und streamen ist sowieso so eine Sache für sich. An sich würde ich gern mal wieder einfach streamen, aber irgendwie auch nicht. Es war manchmal schön, manchmal war es irgendwie so ein bisschen nervig, wenn im Chat zu viel rumgetrollt wurde. Ich bin für sowas nicht geschaffen. So, ich werde in der Schule jetzt schon genug getrollt, da brauche ich nicht auch noch meine Troll-Zuschauer. So, nicht böse sehen, ja?
Ich sage es den Schülern auch immer, es ist alles nicht böse gemeint. Es ist einfach nur frustrierend. So. Zack. Aber im Grunde war es eigentlich damals beim Streamen relativ vergleichbar, wie es jetzt in der Schule ist. Also, ich sage, ich möchte etwas nicht. Ich möchte nicht, dass das und das zu einer Person gesagt wird. Und was passiert? Aus Troll, komplett aus Troll, kommen dann erst recht solche Nachrichten in den Chat. So. Und ich bin dann ja wieder jemand, ich möchte es eigentlich dabei belassen, es zu sagen, dass ich es nicht möchte. Stattdessen müsste man aber eigentlich jetzt die Personen blockieren, die sich dagegen, die sich da entsprechend falsch verhalten, in Anführungszeichen. So wie man dann in der Schule eigentlich sowas wie, was weiß ich, Zusatzarbeiten etc. verteilen müsste. Da bin ich, das ist aber einfach nicht meine Persönlichkeit und das ist so das große Hauptproblem. Weshalb das dann halt aus... Oh, die kommt raus. Weshalb das dann sozusagen ausgenutzt wird. So wie es eigentlich damals im Stream auch schon ausgenutzt wurde. Dass ich es nicht geschafft habe, Leute zu blocken. Ja? Kann man eigentlich schon so sehen. Ich meine, es waren jetzt gleichzeitig... Das ist noch das nächste Problem. Es waren natürlich Leute, die ich gemocht habe, die da dann getrollt haben. Trotzdem hat es mir schon... Es hat mich schon genervt. Ja, gerade jetzt, wenn es gegen eine spezielle Person ging, da hatten wir ja gewisse Geschichten. Das, ja. Ja. Will ich jetzt nicht wieder aufwärmen, aber das war schon nervig. Und das sind eigentlich so Sachen, das sind dann so Geschichten, weshalb ich eigentlich auch nicht wirklich Lust habe, nochmal zu streamen. An sich habe ich Lust, nochmal zu streamen, aber halt, wenn, weil sowas ist halt Teil davon und das ist dann immer so, nee, muss ich nicht nochmal haben. So, aber diese Art und Weise, ja, dieses, bei dem kann man das machen, so, der kriegt das nicht hin, da was dagegen zu unternehmen. Das ist eigentlich so das, was auch, bei den Schülern ankommt. Weil es einfach meine Art ist, meine Persönlichkeit. Weil ich zu nett bin, was sowas angeht. Habe ich aber schon mal irgendwann gesagt. Ich bin zu nett. Ach ja. Naja, so. Willst nicht in jedem Video anfangen, über meinen Schulfrust zu reden? Das lassen wir. So. Ach Mensch, ich war voll auf den Mario Maker Noteblocks und habe immer gedrückt. Ich kann ja einfach gedrückt halten. Das sind ja angenehme Noteblocks. Das sind ja, ich muss ja gar nicht ewig rumwurschteln. Wo bin ich eigentlich? Ach, ich bin an der Pflanze gestorben, weil ich nicht wusste, dass die wieder rauskommt. Ich muss das jetzt ordentlich timen. Ah, das ist unangenehm zu timen. Jetzt. Okay, und dann einfach hier runter. Oh, weia. Oh mein Gott. Hat er die Fahne jetzt wieder ausgelöst? Ja oder nein? Bitte ja. Bitte habt die Fahne ausgelöst. Ach, verdammt. Diesmal hat es nicht funktioniert. Schade. Okay. So. Wir werden dann auch von Stevie noch die nächste Travelers-Demo spielen, beziehungsweise die finale Travelers-Demo. Da haben wir auch mal die erste Demo gespielt. Da ist jetzt mittlerweile die große Demo raus. Das Spiel selbst ist immer noch nicht fertig. Er hat auch gemeint, da wird er noch jahrelang dran arbeiten. Aber es gibt einiges Neues zu spielen. Und auch das ist wieder lange her. Das heißt, da spielen wir einfach die komplette Demo dann nochmal, weil warum nicht? Es sind ja schöne Level, die er baut, ne? Also, ich denke, das kann man auch dann... Es ist ja, wie gesagt, teilweise wirklich auch schon über 2 Jahre her, dass wir die Demo gespielt haben. Ich weiß es nicht! Okay, jetzt haben wir es ausgelöst. Uff. So, ich muss den on off drücken. Hops. Wow. Da drüben ist er. Zack. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da jetzt noch rüberkomme. Ah, da, oh, weia. Okay, ich hatte Bedenken. Ich wusste nicht, wie jetzt die Dings ist, aber es hat gepasst. So, jetzt müssen wir den wieder drücken. Und da oben müssen wir den wieder drücken. Und da müssen wir den... Komme ich da hoch? Hey, den kann ich gar nicht wieder... Hä?
Ach doch, aber ich muss. Oh Gott. Ah, jetzt hatte ich so Respekt von den Manschern, dass ich nicht rechtzeitig nach rechts gedrückt habe. Okay. So, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. So, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. So, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. Okay. Wow. Okay, jetzt kommen wir hier durch. Zack. Ups. So, flop. Und so. Okay. Prima. Ups. Ach, Menschen, genau. So, nein. Ach, komm schon. Mach ich denn hier? Nein, ich habe ein bisschen Angst vor ihm hier, weil er doch einen relativ kurzen Weg hat. So. Okay, jetzt kommt der Off-Teil und dann werden wir diesmal einfach richtig fallen. Wie wäre es damit? Was haltet ihr davon? Ich halte die Idee für super. Ich habe halt nur Angst, weil wir hochspringen hier, dass sie in die Manscha rein. Aber anscheinend passiert das nicht. Okay. Oh, weia. Uff. Okay, da muss ich schnell rüber. Oh Gott, nur das. Ich weiß halt nicht, wie die Hitbox von den Manschern hier ist, aber es scheint zu funktionieren. Uiu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 i. Okay, also den auslösen. Wait, what? Ich konnte nicht. Nein, da ist das Ziel. Ich habe eigentlich gedrückt. Ich sag's immer wieder. Ich habe eigentlich gedrückt. Aber irgendwie wollte es nicht. Ich bin aber echt der Überzeugung, dass ich gedrückt habe. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig gedrückt. Oder zu spät oder zu bald oder keine Ahnung. So, und hopp. Das ist nach wie vor scary. Der Sprung auch. Ah, wahrscheinlich war es irgendwie so eine. Vielleicht bin ich gegen die Decke gesprungen und deswegen hat er es nicht angenommen als richtigen Sprung. Ach, Mensch, ich habe Angst vor dem Viech da drüben. Warum springe ich nicht einfach, wenn er wegläuft? Dann kann auch nichts passieren. So. Easy. Zack, 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 zack. Plopp. Wäre jetzt lustig zu sehen, wie weit ich 2018 in dem Level und zu dem Zeitpunkt war. Ob ich jetzt besser geworden bin oder den gleichen Quatsch mache. Weil es tatsächlich, für mich ist es praktisch blind. Ich habe es schon mal gespielt, aber ich kann mich an nichts erinnern. Also wirklich an nichts. Nichts hiervon kommt mir bekannt, obwohl ich es vor 2 Jahren gesehen haben muss. Ah, yes. Oh, ich dachte schon, es wird wieder nichts. Der Sprung war auch ein bisschen scary. Wir machen uns den Spaß einfach mal kurz. Ich öffne mal kurz das alte Video. Wartet, ich habe es hier nämlich offen. Also ich habe es hier im Dings, in der Vorschau. So. Ja, um Gottes Willen bist du laut, Herr Kollege. Jetzt haben wir, das haben wir für eine Zeit. Jetzt sind wir bei 13:38. Wo waren wir bei 13:38 im Video? Ich mache mal ein bisschen leiser. Oh, das ist ein ganz anderes Level. Da war ich schon weiter. Ja, scheiße. Oha. Es könnte Mega Man Musik sein. Ja, Mega Man Musik. Die kriegen wir wahrscheinlich auch dann gleich wieder. Davon Ja, bemerkt. da ist das Level. Also für eine finale Version mit Waypoints sichtbar machen oder irgendwie andeuten hier seinen Savepunkt. Wäre ganz nett. Ach, guck mal, hat er jetzt mittlerweile gemacht. Siehst du mal. Das heißt, damals gab es da die Midway Points nicht und er hat einfach. Ah, die waren da, da war die Fahne nicht da. Ah. Guck mal, das ist wieder interessant. Da müsste man ja. Ja, genau. Dieses Level hier ist das, was wir bei 1338 im Originalvideo hatten. Das heißt, da war ich schneller. Das gibt mir zu denken. Das gibt mir zu denken. Was ich aber sehe, wir sind den Rest des Videos in diesem Level gewesen. Das heißt, es gab 3 Level und das heißt, 3 Level sind neu. Okay, cool. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt wieder eine halbe Stunde brauche, bis das Level hier durch ist, dann bin ich ungefähr so gut wie damals. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange, dass wir auch gleich neuen Content hier in dem Video haben.
weil es für mich sich eigentlich anfühlt wie neuer Content. Aber gut. So, nehmen wir eigentlich auf. Lasst mich mal kurz in OBS wuscheln. Ton, 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 Ton. Okay. Yay, da ist wieder die Mega Man Musik, die ich gerade eben im Video kommentiert habe. Oh. Ich wette, das habe ich 2018 auch gemacht. Okay. So. Ah ja, ich erinnere mich. Jetzt muss ich irgendwie da run... Ah ja, so nämlich. Okay. Wow. Tschüss. Oh Gott, wo muss ich denn da hin danach? Auf jeden Fall drüber. Okay, da runter. Und da rein. Okay. So, da müsste ich eigentlich einfach gefahrlos hoch können. Jetzt warte ich, bis der aufgeht. Dann springe ich da irgendwie drauf. Und dann da runter. Und jetzt weiß ich nicht, okay, hier hin. Der ist jetzt noch nicht ausge... Ah, den muss ich erst... Okay. Nein! Ich bin zu... Hitbox, please. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir auch gleich hier rüber. Jetzt geht das ein bisschen flotter hier alles. So. Boah, aber die Hitbox von den Sägen ist fies. Und hopp. Okay. Okay, zack. Und hoch rein da. Hoch rein da, ja, genau. Okay, so, warten, bis er aufgeht. Also hoch geht. Drauf, runter. So. Jetzt einfach beim Fallen nicht direkt in die Säge. Ah, zu... Mist. Zu weit. Ach Gott, ach Gott. Jetzt weiß ich wahrscheinlich wieder, warum wir auch 2018 hier den Rest des Videos in dem Level saßen. Eieieiei. Ah, vielleicht habe ich damals auch mit Safe Sets gespielt, war deshalb ein bisschen schneller, das weiß ich jetzt nicht. Das muss man ja auch nochmal betrachten. So, ups, zack. Aber ich finde es lustig, dass ich gerade die Stelle erwischt habe im Video, wo ich mich damals in Anführungszeichen beschwere, dass man die Midway Points nicht erkennt. Und jetzt sind ja Fahnen da. Und ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass da keine Fahnen vorher waren. So weiß man das dann gleich noch ein bisschen mehr zu schätzen. So. Okay, hier kann ich eigentlich drauf einfach, ohne dass was passiert. Und zack, okay. Einmal hier vorsichtig runter und jetzt darüber. So, jetzt werden Midway Point ganz schön. Oh weia. Oh weia, jetzt muss ich das mit dem timen, dass während der... Oh Gott, das werde ich... Nein. Springt er immer zweimal? Wie war das bei den Dingern? Jetzt richtig hoch? Okay, dann kann ich das timen. Jetzt ein bisschen. Und jetzt richtig hoch. Oh. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, in die Säge. Nicht in die Säge. Creepy. Nein, ich hab's gesehen, ich hab's kommen sehen. Ich hab genau diesen Mist kommen sehen, weil ich das Ding nicht steuern kann. Ah, warum ist der so schwerfällig? Ja, moin. Man ist so schnell in einer anderen Richtung unterwegs mit dem Ding, das ist unglaublich. Okay, 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 okay. We can do this. So. Also muss ich den anderen Teil nochmal schaffen. Ich will nicht. Das ist so scary, so nah an den Sägen. Das ist so scary.
Ah, jetzt muss das wieder gemacht werden. Vorsichtig. Ach, scheiße, ich traue mich nicht, weil man so in diese Ecke reinrennt. Okay. Zack, hoch. So, jetzt dürfte hier eigentlich nichts mehr schief gehen. Hier auch nicht. Zack, zack, zack. Okay. Vorsichtig. Ah! Jetzt wäre ich fast wieder runtergelaufen. Habt ihr das gesehen? Okay, wir warten. Eins, zwei. Jetzt macht er einen kleinen Sprung. Und jetzt. Oh, und ich wäre... Seht ihr das? Ich laufe immer... Ich habe immer die Tendenz, dann so zurückzulaufen. Das ist voll dumm. Oh nein, ist noch keine Fahne. Oh, das wäre jetzt wieder... Kann ich? Wo kann ich denn stehen? Wo kann ich denn... Darunter kann ich... Nein! Nein! Mist. Okay, 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 okay. Aber ich glaube, ich schaue mir nachher einfach mal den 2018er Conan an, wie er das gespielt hat. Ich hoffe, er hat keine States genutzt, sonst bin ich böse auf ihn. Weil dann kann ich es nicht vergleichen. Hops. Vielleicht hat sich auch im Level was geändert, kann ja auch sein. So. Und hopp. Es sind halt diese kleinen Sprünge, die sind das Gefährliche. Weil man da so schnell einfach mal nach unten, nach hinten links... runterläuft. Also in die Richtung halt dann runterläuft. Uah, lass mich in Ruhe. So, der Sprung hier ist wieder... Na, ich habe dann immer die Tendenz, so zurück... Oh Gott, das ist so creepy. Hier das gleiche jetzt wieder. Ah! Ich habe mich schon in der Säge gesehen. Ich habe mich schon wieder in der Säge gesehen. Ne? So, jetzt muss... Nein, ich muss halt da... Wo kann ich mich denn da hinstellen? Scheiße. Ah, jetzt muss ich wieder das alles spielen. Ah, für eine Stelle, die ich noch nicht weiß, wie sie geht. Uiuiuiuiuiuiui. So. Okay. Nein, 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 die geht das hoch. Um Gottes Willen, das wäre es jetzt wieder gewesen. Zack. So. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung, mittlerer Sprung, großer Sprung. Nicht in die Säge rein. Und nicht hier runterfallen. Und wir sind wieder da oben. So. Ich kann direkt neben die Pflanze. Oder? Ja, da sollte ich sicher sein. Hier. Hier müsste ich stehen können. Ja. Okay, jetzt geht es gerade hoch. Jetzt geht's rüber. Keine Ahnung, wo ich hin... Oh mein Gott! Oh, jetzt muss das auf Zeit da hochgehen. Und gleichzeitig... Oh nein. Ich muss das machen, wenn die Feuerdinger gerade runterfallen. Jetzt kommen sie nicht mehr. Okay, soll mir recht sein. Go. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kein Quatsch machen, kein Quatsch machen, kein Quatsch machen. Hoch da.
Oh, Midway. You can jump twice as high when stomping on an enemy and rolling. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Aber danke für den Tipp. So, jetzt mach den großen Sprung. Ja, auch oh Gott sei Dank war der Midway Pointer. Zum Glück war da der Midway Point. Oi, 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 oi. So. Mittlerer Sprung. Hoher Sprung. Okay. Mittlerer Sprung. Hoher Sprung. Mittlerer Sprung. Hoher Sprung. Na was? Oh, ich muss weg. Richten. Ich muss wirklich an der Ecke abspringen. Meine Nerven. Okay. Nein, da war da gerade hoher Sprung. Ah, nochmal warten. Mittlerer Sprung, hoher Sprung. Mittlerer Sprung, hoher Sprung. Uff. So. Da muss irgendwas kaputt. Also das muss irgendwie kaputt gehen. Ich habe nur einen Versuch hier hochzukommen. Okay. Ah, da ist die Shell dafür. Okay. So. Ich hab... Genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Oh. God dang it. Hopp. Und hopp. Und zack. Nee. Zack. Und zack. Boah, das war knapp. Mittlerer Sprung. Hoher Sprung. Also ganz schnell wieder springen. Hoi, 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 ey. Ah! Mach nicht den mit mir. Man hat halt immer nur eine Chance, was zu... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. What? Oh nee, was? Oh, das krieg ich wieder nicht hin, ne? Okay. Vor allem, es bringt nichts auf den Sound zu hören. Weil der Sound kommt schneller als die Blöcke. Bäh. Ha. Okay, jetzt habe ich ja zumindest die Wahrscheinlichkeit, wieder auf einen Pilz runterzufallen, wenn ich es verhaue. Okay. Oh, Mama Mia. Wir sind tatsächlich wieder bei 30 Minuten, wo wir auch praktisch in der Demo das abgeschlossen haben, dieses dritte Level. Boah, das heißt, wir haben innerhalb dieses einen Parts jetzt die Demo aufgeholt und haben nochmal 3 Level vor uns, die neu sind. Ich bin sehr gespannt, was mich da noch alles erwarten wird. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.